Heute ist der dritte Tag von unserem Seminar und es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist sehr, sehr, sehr intensiv, sehr emotional, sehr viel. Und neben dem Seminar passieren ja dann auch nochmal wieder private Seminar-Sessions mit entweder der eigenen Familie oder mit Freunden. Es ist auf jeden Fall krass. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich bin auch irgendwo ein bisschen fertig, aber ich bin heute das erste Mal ein bisschen peacefuler. Seit langem. Liam hat heute seit langem das erste Mal nicht geweint in der Nacht, ist nicht aufgewacht und hat durchgeschlafen, was eine ganze Zeit lang jetzt nicht der Fall war. Und heute haben wir auch bei dem Seminar noch nicht teilgenommen, weil wir uns einfach ein bisschen Raum gegönnt haben, was gut war. Für alle, die sowas in der Richtung mal machen möchten, aber sich nicht sicher sind, ob das was für sie ist, probiert es einfach aus. Weil die Sache ist die, man kann das leider niemandem erklären, was da passiert. Man muss es erfahren und jeder hat da auch eine ganz andere Erfahrung mit natürlich, weil das so individuell ist. Ich würde sagen, so ziemlich jeder kam an seine, nicht Grenzen, aber kam sehr, sehr tief. Jeder, du kleine Ratte hier da hinten. Wir sind am Horchen. Ihr seid am Horchen, ich wollte dir was erzählen. Hallo, das ist die May. Die hat auch gut geschlafen heute. Kommst du mit? Aua! Aua. Ich habe noch gar keine Schuhe an. Aber man kann schon beschreiben, dass das Seminar nicht so wirklich in Worte zu erklären ist, oder? So das, was man erleben kann. Ja, man kann es auf jeden Fall nur erleben. Was ich halt einfach sagen kann, ist, dass wenn man sich traut, in so ein Seminar zu gehen und wirklich sich zu öffnen, dem, was da gelehrt wird, aber auch einfach sich selbst und den anderen in der Gruppe. Dann lernt man sich selbst wieder einfach auf eine neue Art kennen. Und bei mir persönlich ist es gerade so, ich bin gerade irgendwie so im Frieden mit mir selber, wie es schon lange nicht mehr war. Und ich kenne das einfach von... Sag mal, bist du eigentlich rein oder raus? Ich kenne das einfach, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Ja. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, die einfach an persönlicher Entwicklung interessiert sind, dann entsteht einfach eine Energie, wo Wachstum möglich ist. Wo man einfach sich selbst wieder mehr lieben lernt. Mit allen Anteilen, die man hat. Und auch Anteile, die man davor vielleicht einfach total verurteilt hat. Plötzlich fällt einem wieder ein, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und das macht einfach Glück. Du jetzt auch noch? Willst du auch was erzählen? Ich sage alle, was unser Lehrer, der Clinton, also der Lehrer von Possibility Management, mal gesagt hat: Ihr, die hier sitzt, ihr seid alle Brückenbauer. Also das heißt, ihr baut die Brücke von einer alten Kultur zu einer neuen Kultur. Von einer destruktiveren Kultur zu einer konstruktiveren Kultur. Und er hat gesagt, das ist kein einfacher Job, weil ihr seid nirgendwo zu Hause. Weder in der alten noch in der neuen Kultur. Das ist einfach eure Natur, ihr könnt nicht anders. Und wenn ihr anders wärt, wenn ihr sozusagen wirklich vom Herzen her euch in einer Kultur wohlfühlen würdet, also in der neuen Kultur wirklich einfach euch niederlassen würdet, dann würdet ihr Permakultur machen. Dann wärt ihr jetzt in einem Permakulturkurs und nicht hier. Ich dachte so, stimmt. Aber das erfahre ich gerade auch, wenn man sich die Leute hier anguckt, wie peaceful die hier arbeiten. Die sind einfach angekommen. Die sind angekommen, wie Meditation wirklich. Das ist der Wahnsinn. Und wir sind Brückenbauer. Wir sind Brückenbauer. Und die Brücke ist manchmal holprig. Und vielleicht komme ich auch eines Tages zur Permakultur. Ich bin mir ziemlich sicher. Sagt mir mein, so später, auch. Wenn man irgendwann mal ruhigeres will und nicht so dramatische Kurse. Ja. Ich glaube, wir sind alle ein Stückchen weitergekommen, ein ganzes großes Stückchen weitergekommen. Und ich gehe jetzt mal da hinten ein bisschen filmen. So schön hier auf der Schwalbenalp.
Also wir haben euch ja schon erzählt, wir sind hier auf der Schwalbenalp mitten in der Schweiz. Das ist einfach ein Paradies hier, das ist ein Eco-Village und das wurde gegründet von Sarahs Vater, das Village hier. Sarah habt ihr ja eben kurz sprechen gehört und sie ist die Gründerin von Secret Giant wiederum. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal was zusammenschwätzen und erzählen. Wir wohnen jetzt gerade aktuell zusammen in der Hütte. Also Sarahs Familie mit May, mit Na, mit ihrem Mann oder Freund. Und Benny, ich und Januka hat jetzt auch bei mir geschlafen, also bei uns geschlafen, meine Schwester. Und meine Eltern haben vorher gezeltet und die sind jetzt unten im Haus bei Sarahs Vater untergekommen. Hier, das da unten, ist das Seminarhaus. Hier ist auch nochmal ein Seminarhaus plus Hotel. Oh, Benny sucht mich, ja? Jetzt wollte ich zu euch kommen. Sania, komm, sagt der kleine Mops. Sania! Hallo, mein Schürzelein. Geht das Seminar weiter? Ja. Warum? Nee, ich wollte nur wissen. Ist jetzt Meteor Gremlin ist dran. Meteor Gremlin. Er wollte gerade ein bisschen hier eine Führung machen, ein bisschen erklären, was hier alles so passiert. Ich dachte, das hättest du schon alles gemacht? Nein, ich hab mich ein bisschen verschwätzt mit Sarah. Okay. Ach, genau, hier und da unten ist so ein richtig, richtig schöner See. Was ist nochmal dieses Tipi da? Ist es für die Feuerzeremonie? Ja, Feuer. Das ist für die Feuerzeremonie. Und das da ist der Tempel. Und der Tempel ist wunderschön. Die Energie ist da auch einfach der Hammer. Und ansonsten, guck, da unten haben so ein paar Leute ihre Bauhäuser und hinten, da hinten ist es dann noch der Zeltplatz. Und viele Leute, die hierher kommen, kommen oft halt für Seminare natürlich her. Oder halt Leute, die gerne eine Auszeit wollen, die hier oben leben wollen und die hier auch dann arbeiten. Also die arbeiten 6 Stunden pro Tag und helfen irgendwas. Entweder da hinten bei der Permakultur, bei dem Anbau von Gemüsesorten und allem. Die können dann halt dafür umsonst, kriegen die ein Zimmer oder ein Bettchen. Ich glaube, zu dritt teilen die sich ein Zimmer und kriegen halt Essen umsonst. Und das Essen ist auch sehr toll. Das wird ayurvedisch gekocht und ich glaube auch vegetarisch oder vegan. Es ist auf jeden Fall wunderschön hier. Ganz, ganz friedvoll und eine tolle Energie. Und hier passiert ganz viel an Entwicklungsarbeit. Und hier sind sehr, sehr, sehr spannende Menschen unterwegs. Meine Eltern? Ja. Ja. Wohin fahrt ihr? Wohin geht ihr? Wir hauen jetzt mal ab. Nein, Quatsch. Wir richten uns jetzt ein. Wir richten uns ein bisschen ein bei dem Sunder. Und dann werden wir in die tiefe Transzendenz eintauchen. Siehst müde aus. Ja, deswegen, ich brauche die jetzt. Brauchst du die? Nachher kannst du eine Nachheraufnahme machen, okay. Damit du siehst, wie der Unterschied ist. Okay, machen wir das. Check. Hältst du heute den Vortrag, den Meditationsvortrag? Ja, den werde ich wahrscheinlich auch aufnehmen. Okay. Ihr habt jetzt die 3 Tage hier gekocht, ne? Wie war das für euch insgesamt, so am Rande des Seminars alles so mitzubekommen? Und wie habt ihr das alles so empfunden? Ja, super. Schön. Schöne Gemeinschaft, nette Menschen, Menschen, die auf dem Weg sind. Schon einige Konflikte gelöst am Rande. Und das Kochen hat super Spaß gemacht. War immer lecker. Alle haben sich gefreut und Hagen hat mir super geholfen. In dem Feuertempel unten, die hat Sunda geleitet und das war traumhaft schön. Teilweise Aspekte aus der Puja, die Hagen ja immer macht, bei der Meditationseinführung. Das war einfach so ein schönes Gefühl. 1 Stunde lang haben wir zusammengesessen. Er hat uns ein bisschen erklärt, wie es funktioniert. Hat uns teilweise auch Reis gegeben, dass wir ins Feuer schmeißen können. Es war ein bisschen kalt, aber jeder hatte eine Decke und es war eine so schöne Atmosphäre und vor allem die Gerüche von diesen ganzen Opfergaben, von Kampfer, von Myrte, von Weihrauch, von Sandal. Das ist, also wenn ich das rieche, das hebt mich dermaßen an, das ist unglaublich. Ich möchte eigentlich nur noch, dass es so riecht bei uns. Okay. Cool.
Mathe, 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 kleine Mathe. Ja. Ja, wie viele Mathe? Ja. Ganz viele Tomaten, ja. Kleine Tomaten. Welche? Kleine und große gibt's auch. Große. Wo sind die großen Tomaten? Große. Große Tomaten. Große Tomaten. Da, sehr groß. Da ist große Tomaten. Eine Tomaten. Große. Kleine Tomaten. Große. Lass die dran, Laila. Hm. Und was ist das? Peperoni oder Chili? Chili. Die sind dann alle total gemischt. Hier gibt es zum Beispiel Basilikum, da wächst Salat, dann hinten wächst Kürbis, hier sind noch ein paar Kräuter. Also Permakultur ist halt einfach total gemischt. Und die Pflanzen helfen sich halt gegenseitig, also die unterstützen sich. Und die wachsen dann halt gemeinsam viel, viel effektiver. Und viel besser und beuten den Boden halt nicht so aus auch. Wenn man nur eine Sache anbaut oder sowas, dann ist das halt, ja, die Gefahr groß, dass dann irgendwann der Boden gar nichts mehr wert ist. Hier essen wir immer. Und wir haben selber ganz viel von den Permakulturen hier zum Essen, ne? Wir ernten dann immer. Vor allem Salat und Kürbis und... Die haben ihre eigene Quelle hier. Ach, also cool. Hier wird überall das Wasser versorgt mit der Quelle. Da kann man dann frisch immer draus trinken. Wo ist denn die Quelle her? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hier oben irgendwo im Berg. Ja, in Bergen ist ja meistens irgendwas. Das ist Trinkwasser, können wir auch zum Waschen nutzen. Perfekt. Also Feuer zu machen. Hast du Feuer? Oh, alte Banane. Alte Banane. Ja, das strahlt einfach. Berge haben so eine Kraft. Ohne Mist, oder? Berge und Wasser. Das ist so energetisch, so krass einfach. Schatz, dir wird auch Südtirol, glaube ich, richtig gut gefallen. Oh mein Gott! Ich will da ins Wasser. Benni, wenn wir irgendwann Zeit und Kapazität haben, müssen wir in die Zeit. Berge. Wann haben wir Zeit? Wann haben wir Zeit? Nee, aber ernsthaft, oder? So nachdem wir wieder Schatz, auf Reisen hier. Waren. Hammer. Hammer. Du bist anders. Ist denn das bitte? Mach ein Foto. Da musst du ein Foto machen. Wow, Leute, guckt euch das hier an. Das ist ja so krass. Das ist der Hammer, oder? Das Schild darf natürlich nicht drauf. Der Liam ist eigentlich Larven. Ja, cool. Der Mops. Mit Apfel in der Hand und Banane. Süß. Es ist ja so schön hier. Wir müssen arbeiten. Wir gehen schnell einkaufen, dann haben wir genug Zeit. Ist gut. Okay, alles klar. Das ist Natur. Sag nochmal, was ist das einfach? Einfach Natur ist einfach Hammer. Er hat gesagt, sag's nochmal. Kannst du es nicht mehr aussprechen? Nein, Natur ist einfach. Es tut einen so erfreuen einfach. Man ist direkt glücklich, wenn man Natur sieht. Ja. Mir ist eben so bewusst geworden, als wir dann die Arbeiter gesehen haben, wie peaceful die da alle ihre Permakultur gemacht haben, gearbeitet haben. Da habe ich gedacht, ganz ehrlich, das machen wir, dieses Seminar, wir müssen es einfach leben. Meditieren, Yoga machen und in die Natur gehen. Ja, so. Das ist das echte Lebensseminar. Oder? Ich finde, Seminare können immer Anstöße geben, um dann wieder sich klar zu werden, was es eigentlich im Leben geht. Ne? Ja, so wirklich. Um was geht es? Ich meine... Ja.
was braucht unser Körper? Richtig gute Nahrung. Und wir müssen wieder dafür sorgen, dass wir gute Nahrung anbauen. Biologisch und nachhaltig. Nachhaltig, ja. Dass wir die Umwelt nicht zerstören. Dass wir, hier ist so schön Natur in der Schweiz, ja. Und dass wir das alles, ja, mehr schätzen und die Natur nicht kaputt machen. Und das ist das Wichtigste. Und das wird uns immer wieder klarer, jetzt auch nach diesem Seminar. Ja, also wir haben so, so viel gelernt und so, so viel mitgenommen, sind so tief eingetaucht. Aber wir haben einfach wieder festgestellt, dass es waren auch viele Tools, die wir schon kannten, die wir auch nochmal wiederholt haben. Und wir haben definitiv so viel Neues gelernt. Und wie gesagt, neben dem Seminar, so das, was dann so zwischen den Gruppen, die Gruppendynamiken auch passiert, das ist eh immer das Krasseste. Aber im Endeffekt haben wir wieder festgestellt, das alles ist gut, aber das ist nur ein Tool. Und im Endeffekt musst du selber leben und selber vorankommen und das dann auch umsetzen, das, was du da alles lernst. Und nicht dich daran festhalten und in der Scheiße weiter rumrühren, weil es kommt dann halt auch viele alter Schmerz hoch. Viel Weinen, viel Drama. Und das ist gut, auf jeden Fall. Also für jeden, der so mit sowas auch, besonders für die, die mit sowas sich noch nie beschäftigt haben, würde ich sowas von empfehlen. Einfach mal, um das zu erleben, was da eigentlich alles in uns steckt. Ich würde einfach, also für uns persönlich hat es jetzt einfach wieder was gebracht, um wieder zu checken, worum es, also noch mehr zu sehen, worum es geht. Deswegen fanden wir das jetzt sehr gut. Was ich wichtig finde, genau, nicht von Seminar zu setzen, sondern wenn man ein Seminar gemacht hat, dann was man da gelernt hat, auch einfach mal umzusetzen. Anthony Robbins sagt immer, take massive action, ja, also geh dann auch in die Handlung und versuch nicht alles nur theoretisch zu verstehen und dein Leben zu ändern, sondern mach's einfach, tu und sag nicht, oh, ich muss das noch und das noch und das noch ändern, weil das blockiert dich wieder im Kopf. Aber wenn du das dann einfach umsetzt, ohne dir im Kopf einen Druck zu machen, dann hilft es und dann ist es Leben, ne? Also einfach im Leben selbst was zu machen. Guck mal bitte, also hier ist unser Parkplatz, das ist der Ausblick. Wahnsinn. Hammer, ich gleich mal rausgehen, das ist auf die Scheibe. Also der Liam ist jetzt eingeschlafen, wie machen wir das? Nein. Da badet wirklich jemand. Ja, ich werde hier auch baden. Du wirst also, hier auch baden. Wenn ich es nicht jetzt mache, dann morgen. Wow, so schön hier. Das macht mich glücklich. Hammer, ja. Das ist gerade das beste Seminar ever. Die Natur, ne? Die Natur ist das Leben. Das ist das allerbeste Seminar. Das können wir euch am meisten empfehlen. Come on.
auch im Wasser. Liam, komm! Hier ist es warm, weil Mel gerade Pipi gemacht hat. Liam! Schließe, was ist das, was du damit? Every moment living is a blessing, so applaud. Oh my God! Oh, Lia, willst du rein? Willst du auch rein? And they asking what a ref is going off in a session. Moving speeds in light years, and I ain't going where that last light's near. Komm mal rein, Schatz. Nein. Warum? Es reicht. Ich habe jetzt meine Lebensenergie getankt. Komm mal rein. Ich muss euch filmen. Alle vier oder wie? Ja, ein Foto. Pave away while I'm trapping his art. You wouldn't understand the change if I told you in parts. It's just ordinary lies, baby. That's how it starts. That's how it starts. I know sometimes.